Zusammen und herzlich willkommen im Sonnenschein. Die Sonne frisst sich so langsam aber sicher durch den Nebel und die Natur erwacht so richtig zum Leben. Und es ist Mai und damit Hochkonjunktur für Naturfotografen. Warum? Weil egal, wo man gerade seine Kamera hinrichtet, irgendwelche Vögel im Brutgeschäft sind, Insekten schlüpfen und Pflanzen ersprießen. Es ist wirklich wunderschön draußen und deswegen bin ich auch draußen unterwegs. Mein Plan für heute ist es, Singvögel zu fotografieren und deswegen bin ich an diesen Altgrasstreifen hier gefahren, in der Hoffnung, dass ich hier im Gegenlicht flach irgendwelche Schafstelzen oder irgendwelche Kehlchen beispielsweise fotografieren kann. Jetzt bin ich hier angekommen, es ist auch eine Menge los. Man hört einige Vögel singen und rufen, aber nicht irgendwie hier im Altgrasstreifen, so wie ich mir das vorgestellt habe, sondern hier in den Hecken. Ich höre die ganze Zeit, dass hier Bluthänflinge singen und rufen. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes suche, fotografiere ich doch einfach die. Bluthänflinge gehören vielleicht zu den Vögeln, die man nicht sofort im Kopf hat, wenn man irgendwie an sehr, sehr schöne oder auffällige Vögel denkt. Je näher man aber an diesen Tieren dran ist, desto mehr stellt man fest, wie wunderschön sie wirklich sind. Besonders das Männchen ist jetzt gerade im Prachtkleid so richtig leuchtend rot gefärbt. Sie sitzen hier ganz angenehm, unaufdringlich auf den Zweigen und trällern ihre Lieder. Also ich mag diese Vögel irgendwie total gerne. Da oben auf der Spitze sitzt ein Männchen und es scheint so, als sei das hier ein sehr, sehr angesagter Brutort. Da auf der anderen Seite hier oben in der Hecke schon das nächste Pärchen sitzt und singt. Und für mich sehr interessant ist, dass in der Mitte hiervon eine Beobachtungshütte steht, die ich jetzt gleich nutzen kann, um die Tiere zu fotografieren. Okay, dann wollen wir mal. Ich habe jetzt das lange Objektiv direkt dran gemacht und kletter jetzt hier einmal hoch zu dieser Beobachtungshütte. Und was direkt auffällt ist, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, dass jetzt auf beiden Seiten von dieser Treppe jeweils mindestens ein Paar singt. Die Männchen machen sich hier nämlich gegenseitig so dermaßen die Hölle heiß. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Vogel, der hier so ein bisschen sagt, ja, hier ist mein Revier, sondern alle schimpfen und schreien, hier ist meins und nein und die Nachbarschaftsgrenze verläuft hier und hier ist richtig was los. Aber zum Fotografieren ist das natürlich ideal. Das ist jetzt gerade der Blick von dieser Beobachtungsplattform mit dem Licht. Das Schöne hier ist aber, dass ich die Möglichkeit habe, sowohl einmal mit dem Licht zu fotografieren, so wie hier, aber auch genau in die andere Richtung gegen das Licht. Und das ist jetzt eben eine super schöne Möglichkeit, um einfach zu unterschiedlichen Fotos zu kommen. Und dadurch, dass die Tiere immer wieder zu den gleichen Stellen zurückkehren, habe ich die Möglichkeit, mich jetzt hier hinzusetzen und gezielt einzelne Fotos schon vorzubereiten, bevor der Vogel überhaupt da ist. Wenn ich erst irgendwie immer in Bewegung komme, wenn der Vogel irgendwo sitzt und ich bewege mich und suche irgendwelche Lücken zum Fotografieren, dann hat das häufig zur Folge, dass der Vogel das sieht, sagt, ah nee, das gefällt mir nicht und fliegt weg. Wenn ich jetzt aber genau weiß, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Vogel gleich wieder auf diesen Ast da setzt, kann ich mich ja schon vorbereiten und diese Lücke suchen und das Foto im Prinzip schon komplett fertig machen. Und muss nur noch darauf warten, bis der Vogel sich dann da hinsetzt und dann eben auf den Auslöser drücken. Und das erste Foto, das ich machen möchte, ist das offensichtlichste und auch das einfachste. Und zwar das Tier überhaupt erstmal groß, bunt und scharf abzubilden. Bei so hübschen Tieren wie dem Bluthänfling finde ich es immer schön, so ein Foto erstmal zu haben, bevor es dann später mit den für mich spannenderen und auch aufwendigeren Bildern losgeht. Auf diesem Ast da saßen sie gerade immer mal wieder und da hoffe ich jetzt, dass sie sich gleich dann nochmal hinsetzen. Und was ich jetzt mache, ist hier gleich mit mehr Brennweite, das hier sind aktuell 100, irgendwie mir eine Lücke durch dieses Brombeergestrüpp jetzt hier zu suchen, so dass der Bluthänfling, wenn er sich dann da hinsetzt, so richtig schön eingerahmt wird. Das ist für mich so eine Sache, die wesentlich besser freihändig fotografiert, jetzt so eine Lücke zu suchen, weil man viel schöner und schneller die Höhe einrichten kann und sich mal leicht hin und her bewegen kann, was mit dem Stativ jedes Mal ein großer Aufwand wäre, das irgendwie irgendwo hinzustellen. Wenn man dann die Stelle mal gefunden hat und sagt, okay, das ist jetzt wert, darauf zu warten, kann man ja immer noch ein Stativ aufbauen. Da hinten sind gerade zwei gelandet, zwar nicht genau an der Stelle, wo ich sie haben will, aber es kann ja noch kommen. Jawohl.
Ich habe jetzt schon mehrmals beobachtet, wie hier unten ein Pärchen Bluthänflinge landet, um Nistmaterial zu sammeln. Also so kleine Gräser irgendwie in dieser Länge. Ganzen Schnabel knallen die sich damit voll und hauen dann wieder ab ins Gebüsch, um da irgendwo das Nest zu bauen. Was ich aber sehr auffällig finde, ist, dass ausschließlich das Weibchen Nistmaterial sammelt. Das Männchen fliegt zwar immer mit und sagt, oh, hier, ich bin auf jeden Fall dabei, ne, und ich unterstütze dich. Nicht einen Halm holt sich das Männchen, nur das Weibchen. Das Männchen fliegt immer nur mit und guckt zu. Irgendwie finde ich das ein bisschen unfair. Okay, aber damit genug zum Privatleben der Bluthänflinge und zurück zum Fotografieren. Es schiebt sich hier gerade eine kleine Dunstwolke vor die Sonne. Dadurch ist das Licht jetzt gerade sehr gedämpft und der Himmel total weiß und das möchte ich mir zunutze machen. Das hier ist auch wieder so ein Ast, auf dem die Bluthänflinge sehr, sehr gerne sitzen und die würde ich gerne als Scherenschnitt fotografieren. Einfach nur so ist es mir aber irgendwie ein bisschen langweilig und deswegen habe ich jetzt gerade die ganze Zeit geguckt, ob man nicht irgendwie hier mit diesen beiden Streben von der Hütte irgendwas machen kann. Leider nicht, weil immer wenn ich mich so bewege, dass es spannend wird, ist der weg. Und dabei habe ich gesehen, dass es hier ein kleines Astloch gibt. Und dieses Astloch möchte ich jetzt gerne nehmen, um dadurch zu fotografieren. Irgendwie finde ich den Effekt total lustig. Das Foto, was hinterher bei rumkommen soll, ist im Prinzip komplett schwarz mit einem weißen Kreis drin, wo als Scherenschnitt ein Halm ist, wo ein Vogel drauf sitzt. Und für mich sieht das irgendwie total so aus, als würde ich den Vogel vor dem Mond fotografieren. Aber ich weiß doch jetzt schon, dass wenn der Vogel gleich da ist, ich den Ast nicht finde. Also jetzt kann man auf jeden Fall mal ein Stativ aufbauen. Boah, jetzt war er gerade da. Ich hatte zwar das Stativ so aufgebaut, dass ich durch die Lücke den Bluthänfling sehen konnte. Das Problem war, dass jetzt unten noch ein paar andere Stecken reingeguckt haben. Und das sieht irgendwie doof aus. Ich hätte gerne nur den einen. Deswegen mache ich es dann jetzt doch nochmal freihand, falls er jetzt gleich wiederkommt. Ich glaube, ich bin doch schneller. Jawollo! Jetzt hat's geklappt. Schön frei Hand, nur jetzt bin ich so weit runtergegangen, dass nur dieser eine Stippen da irgendwie reingeguckt hat. Zwar ist der Vogel jetzt nicht mittig in diesem vermeintlichen Mond, aber ist mir egal. Eigentlich finde ich ihn unten auch schön. Jetzt, wo die Sonne wieder da ist, würde ich damit gerne nochmal ein weiteres Foto probieren. Und zwar würde ich gerne irgendwie mal nur die rote Brust von so einem Bluthänfling schön herausarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass das besonders gut mit einer Unterbelichtung geht. Die Tiere sitzen nämlich gerade entweder oben drauf, dann geht es immer nur als Scherenschnitt, weil es vom Himmel ist. Oder sie sitzen irgendwie jetzt so weit im Gemüse, dass ich sie nicht schön freistellen kann. Und was ich jetzt mir vorstelle, ist ein Foto, das so dunkel belichtet ist, dass man nur die ganzen hellen Striche, beispielsweise von den Brombeeren oder dem Altgras hier sieht. Und im besten Fall irgendwie die braune Brust von so einem Bluthänfling. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, dass das hier ganz gut gehen könnte. Naturfotografie ist echt ein knallharter Job. Da vorne sind wieder zwei. Leider sitzt jetzt das Weibchen so, wie ich eigentlich das Männchen bräuchte. Und das funktioniert nicht, weil die Brust nicht so schön rot ist. Aber vielleicht tauschen sie ja nochmal. Oh, das sind wirklich so dankbare Fotomotive. Ich musste heute noch nicht einmal länger als 5 Minuten warten, dass sie sich da einsitzen, wo ich sie haben will. Könnte ich mich dran gewöhnen. Wir haben mittlerweile ungefähr 10 nach 8 und damit 2 Stunden schon nach Sonnenaufgang und man merkt so richtig, dass jetzt die Aktivität der Vögel erstmal wieder nachlässt. So direkt nach dem Sonnenaufgang, so eine Stunde danach, hatte ich den Eindruck, war die Aktivität wirklich am größten. Bedeutet für euch, wenn ihr jetzt auch Vögel wie den Bluthänfling, im Prinzip aber auch alle anderen fotografieren wollt, dann heißt das leider, aber auch schönerweise, früh aufstehen. Leider, weil, na klar, man kommt nicht so viel Schlaf, schönerweise, man ist komplett alleine. Und so einen Tag dabei zuzugucken, wie er losgeht, ist auch wirklich immer wieder was Schönes. Nichtsdestotrotz soll es das für mich jetzt hier heute gewesen sein. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim selber rausgehen und fotografieren. Genießt den Mai, jede Minute, die man gerade draus sein kann, lohnt sich. Macht's gut, bis nächste Woche.